Die Mods sind da und damit ganz herzlich willkommen bei Mr. Bauer Gaming mit meinem weiteren Video zu den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Und zwar haben wir es heute mit 7 Updates zu tun und 21 neuen Mods. Bevor wir jedoch starten, möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei Michael, Katzi und Onkel für die Abos. Ganz, ganz herzlichen Dank dafür. Damit haben wir heute auch die Hürde von den 700 Abonnenten überschritten. Ganz herzlichen Dank an jeden einzelnen von euch für das Vertrauen und die Unterstützung des Kanals mit eurem Abo. Auch möchte ich mich ganz herzlich bedanken bei all denen, die heute wieder sehr fleißig und sehr aufmerksam im Livestream mitgemacht haben, das heißt mitgechattet haben, uns unterstützt haben. Und ja, wir haben wieder einen schönen Abend verbracht, entspannt, ja, so wie eben Pixelbauern geht, entspannt, chillig, ja, und einfach super cool die Zeit verbracht. Ganz herzlichen Dank dafür. Wie immer fangen wir mit den Updates an, und zwar starten wir gleich mal mit dem TLX 2020 Series von 82 Studio, Downloadgröße 52,03 MB in der Version 1.1.0 und ist für alle Plattformen. Hierzu gibt es einiges zu sagen, und zwar erstmal der Changelog sagt, hinzugefügt neue Radkonfigurationen auf Continental für Duals, also für Doppelreifen. Dann kam hinzu die Boxit kistenartige Befestigung, zwei verschiedene Mods zu kaufen, als Box befestigt an der 2020 oder als Box-Anhänger mit Autoload für Produktionspaletten. Die Türen müssen offen sein, damit das Laden-Entladen funktioniert. Kapazität 7000 Liter, Preis 4250 Euro. Des Weiteren kam hinzu, den Abi-Tankwagen, klassischer EU-Tankwagen, zwei verschiedene Mods zu kaufen, einmal an der Box befestigt an den 2020 oder als Box-Reiler. Kapazität 5000 Liter, Preis 3850 Euro. Des Weiteren wurden noch geändert überarbeitete Animationen zum Anschließen Trennen der Verbindung, überarbeitet die Lick-IT-Entladung, revidiert die Radmarke Offroad, Überarbeitung des Fahrzeugtyps Stocktow, mir ist jetzt wählbar, die Position des Symbols für den angebauten Betten wurden überarbeitet, die Gurte auf dem Bail-It wurden entfernt. Das nächste Update kommt für den Annaburger HTS 2012, Downloadgröße 11,33 MB von Vertex Design in der Version 1.0.1.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog hier sagt, Decals UV angepasst, Hub rechts klippen nicht mehr in die Felge, offene Stelle am Modell geschlossen, Helfer Support gefixt. Das nächste Update kommt für das alte Hofpack, kommt von DMI 20 mm Normandy, Downloadgröße 39,57 MB in der Version 2.0 und ist für alle Plattformen. Der Changelog sagt, Occluder Name geändert, Haus 3 und Garage 2 hinzugefügt. Das nächste Update kommt für den einfachen Inspektor. Dieser kommt von JT Sage, Downloadgröße 26 KB in der Version jetzt von 1.0.1.6. und ist für PC und Mac. Der letzte Changelog sagt, Bugfix, der Text war noch sichtbar, wenn das HUD ausgeschaltet war. Ein nächstes Update kommt für den Achte auf dein Stroh von Vertex Float, Downloadgröße 14 KB, in der Version jetzt von 1.0.0.2 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, Desk-Version aktualisiert, neues Mod-Symbol, neue Funktionen wurden hinzugefügt. Das Stroh kommt wieder aus dem Mähdrescher raus, aber in kleineren Mengen. Es besteht auch die Möglichkeit, dass Sie eine kleine Menge des restlichen Getreides daraus gewinnen. Und dann kommen wir zu dem nächsten Update, und zwar für das Garn-Add-on. Das kommt von Didi Mod Passion, Downloadgröße 2,47 MB in der Version jetzt von 1.3.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog sagt, die Standard-Mods wurden mit Update 1.3 aktualisiert, Kompatibilität der Mods mit Ballenpressen verbessert. Als nächste neue Mod und damit auch die letzte kommt das Netzfolien-Add-on, natürlich auch von Didi Mod Passion, Downloadgröße 3,27 MB, auch in der Version 1.3.0 und ist für PC und Mac. Der Changelog hier sagt, genau dasselbe wie der vorhergehende. Die Standard-Mods wurde mit Update 1.3 aktualisiert und die Kompatibilität des Mods mit Ballenpressen verbessert.
Wir kommen zu der ersten neuen Mod, und zwar ist das der Case IH Axial Flow 250 Series. Kommt von Custom Modding, Downloadgröße 80,28 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Serie mit dem 7250, dem 8250 und dem 9250, natürlich den Axial Flow. Und zwar kommt das Paket mit zwei Schneidwerken noch dazu, einmal das TerraFlex Draper 45 Fuß und das Draper 40 Fuß Schneidewerk. Wir schauen uns den einen mal an, und zwar nehmen wir mal den größten. Der kommt mit einer Leistung von 634 PS, wird stufenlos geschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 1200 Litern, 176 Liter DEF, 30 km/h Maximalgeschwindigkeit, und das standardmäßige Ladevolumen für das Erntegut ist bei 14.408 Litern. Das Gesamtgewicht 25,2 Tonnen. Der Preis 670.247 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin und Lizard. Die Reifenvarianten gehe ich ausnahmsweise ein bisschen durch. Ich gehe nur einmal ein bisschen auf eine Richtung. Da sehen wir, dass wir hier ein Bandlaufwerk haben. Zwei Versionen. Da gibt es eine andere Version, eine dritte Version. Da gibt es verschiedenste Bandlaufwerkoptionen. Auch andere Bereifungsoptionen gibt es genügend. Dann kann gewählt werden die Achsbreite. Und zwar betrifft das die Hinterachse, entweder 144 Zoll oder 140 Zoll oder Standard. Des Weiteren kann ein GPS-Antennenreceiver hinzugefügt werden. Einmal auf dem Dach, einmal weiter oben. Des Weiteren kann hinten eine Anhängerkupplung hinzugefügt werden. Ein Zugmal oder Standard. Bei den Korntanks haben wir verschiedene Möglichkeiten, und zwar variieren die zwischen 14.408 Litern und den 24.667 Litern. Da gibt es verschiedenste Optionen dazwischen, einfach mal alle durchgehen. Dann können die Streuverteiler geändert werden, entweder auf einen Feinhäcksler oder den Streuverteiler. Dann gibt es ein Schild, was auf Übergröße hinweist. Dann kann das Entladerohr ergänzt werden, und zwar haben wir einmal die standardmäßige 40 Fuß statisches Rohr, dann gibt es das 40 Fuß statische Rohr Version 2, dann gibt es die 30 Fuß Ausführung, auch immer statisches Rohr, einmal die 50 Fuß statisches Rohr, und da gibt es die 40 Fuß und die 50 Fuß als Faltrohr zum Entladen. Dann können diesem Drescher natürlich auch noch Zahlen hinzugefügt werden, und zwar hier einmal die 1, und das geht dann hoch bis 9. So kann man sehr schön sehen, in welchem Verbund er eingebunden ist. Des Weiteren kann die Felgenfarbe geändert werden zwischen Case IH, Case IH Standard und Grau. Die Konfigurationsmöglichkeiten bei den kleineren Brüdern ist absolut identisch. Natürlich unterscheidet sich höchstens die Leistung, und zwar 555 PS hat der 8250, 1200 Liter Tankfüllmenge für Diesel, 166 Liter DEF, 30 km/h ist auch hier die Maximalgeschwindigkeit, und der Preis liegt bei 643.053 Euro. Dann gibt es auch hier verschiedene Korntank-Aufbauten, welche zwischen 14.408 Liter und 19.733 Litern Füllmenge aufweisen. Alles andere bleibt identisch wie beim größeren Bruder. Daher gehen wir jetzt noch zum kleinsten. Der kommt mit einer Leistung von 468 PS, wird ebenfalls stufenlos geschaltet. Die Tankfüllmenge und so weiter bleibt identisch mit den vorherigen Modellen. Der Preis 599.619 Euro. Auch hier gibt es verschiedene Erweiterungen. Also dies würde uns dann bringen zwischen 14.408 Liter und 16.210 Litern Füllmenge für das Erntegut. Wir schauen uns noch kurz das eine dieser Mähwerke an. Und zwar schauen wir uns mal den 45 Fuß an. Das kommt mit einem Gewicht von 4,5 Tonnen, Arbeitsbreite 13,7 Meter. Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und der Preis 89.000 Euro. Die kleinere Version hat eine Arbeitsbreite von 12 Meter und 10 cm und hat ein Gewicht von ebenfalls 4,5 Tonnen, Arbeitsgeschwindigkeit 10 km/h und der Preis 73.700 Euro. Also ich glaube, diese Dresche könnte sich tatsächlich in meinen Favoriten entwickeln. Bei mir kommt er sofort in den Standardordner rein. Der darf bei mir nicht mehr fehlen. Wir kommen zum Case IH Tiger Mate
255 Feldgruppe kommt ebenfalls von Custom Modding, Downloadgröße 19,2 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Grubber mit einem Gewicht von 13 Tonnen, braucht 500 PS, hat eine Arbeitsbreite von 18,2 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 15 km/h und kostet 104.463 Euro. Bei den Ecken können ausgewählt werden entweder die 4 Reihen Tiger-Zinken-Ecke, die 2 Reihen plus Krümelwalze, die 3 Reihen plus Krümelwalze und zurück zu der Ausgangsposition. Des Weiteren kann auch hier eine Flottennummer hinzugefügt werden, und zwar zwischen 1, die erscheint dann hier, und Nummer 5. Mehr gibt es da nicht, das ist auf jeden Fall genügend. Des Weiteren gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten, auch der Farben nicht. Wir kommen zum Kirkeling Jockey 600. Der kommt von ARM Team, Downloadgröße 9,79 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Direkt-Saatmaschine mit einem Volumen von 2800 Litern, einem Gewicht von 3,3 Tonnen, braucht 160 PS, Arbeitsbreite 6 Meter, Arbeitsgeschwindigkeit 18 km/h. Und der Preis liegt bei 44.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Redestein, BKT und Trelleborg. Bei den Hauptfarben haben wir die Möglichkeit, aus der Standardpalette die Farbe zu wählen. Bei der Designfarbe ebenso. Und bei der Felgenfarbe können wir auch aus der Standardpalette auswählen. Dann kommen wir zum Demco Grain Cart. Und zwar kommt dieses von Custom Modding, Downloadgröße 54,29 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei Überladewagen, einmal der 22 Series 1100, kommt mit einem Ladevolumen von 44.048 Litern, dem Gewicht von 11 Tonnen, braucht 240 PS und kostet 69.688 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Mitas, Lizard und noch einmal Lizard und zurück zu Michelin. Also eine Version der Lizard ist natürlich das Bandlaufwerk, das wir unten stehen haben. Dann können die Aufkleber hinzugefügt oder geändert werden. Einmal rot, einmal weiß. Dann gibt es einen US-Aufkleber, einen US-Rot-Aufkleber, den kanadischen und den kanadisch-Rot-Aufkleber. Dann gibt es die Möglichkeit, eine Waage hinzuzufügen, und zwar die Lizard Anhängerwaage, dann die Anhängerwaage mit Anzeige und die erscheint dann hier, oder natürlich keine Waage. Des Weiteren kann hinten noch eine Heckkupplung hinzugefügt werden, also falls man zwei transportieren möchte. Dann gibt es oben eine Abdeckung, die wird hier elektrische Plane genannt. Dann gibt es die Überbreiten, also das Symbol dazu, das darauf aufmerksam macht. Dann gibt es vorne eine dekorative Kette, die hinzugefügt werden kann. Und zwar einmal so. Bei der Hauptfarbe können wir wählen zwischen Grau, Grün, Rot, Blau und Schwarz. Und die Felgenfarbe kann gewählt werden zwischen Weiß, Grau und Schwarz. Dann die größere Version ist die 22 Series 1300. Und zwar kommt diese mit einem Volumen von 50.215 Litern, wiegt 11,9 Tonnen, braucht 300 PS und kostet 71.873 Euro. Die Konfigurationsmöglichkeiten sind hier absolut identisch wie beim vorigen Modell, deswegen gehen wir das nicht noch einmal durch. Wir kommen zum Bergmann HTW 40, der kommt von Kyla Modding, Downloadgröße 13,28 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Anhänger für Häckselgut, Silage und so weiter mit einem Volumen von 40 Kubikmetern, hat ein Gewicht von 6 Tonnen, kostet 69.500 Euro. Und hier können die Reifen gewählt werden zwischen Mitas, BKT, Wredestein und Trelleborg. Dann kann eine Abdeckung hinzugefügt werden, ja oder nein. Dann Füllvolumen für den Aufbau, da habe ich tatsächlich nichts gefunden, was sich hier verändert. Falls ihr etwas gefunden habt oder findet, dann bitte gerne in die Kommentare, damit ich das auch in der Zukunft auch weiß. Hauptfarbe kann gewählt werden aus einer etwas erweiterten Standardpalette und die Designfarbe ebenso, sowohl als auch die Felgenfarbe.
Wir kommen zum FarmTech TDK 1600. Der kommt von bgamer003, Downloadgröße 4,71 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese Kippe mit einem Volumen von 14 Kubikmeter, einem Gewicht von 3,6 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 12,4 Tonnen und kostet 19.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Trelleborg, Michelin und Lizard. Dann kann die Abdeckung entweder entfernt oder hinzugefügt werden und die Farbe der Abdeckung kann geändert werden nach eurem Belieben. Des Weiteren gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Joskin Modulo 16.000 Basic. Dieser kommt von Camilosch 0397, Downloadgröße 5,21 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Güllefass mit einem Volumen von 15,8 Kubikmetern, einem Gewicht von 5 Tonnen, maximales Zuladegewicht von 13 Tonnen, braucht 160 PS, hat eine Sprühweite von 14 Metern, Arbeitsgeschwindigkeit 16 km/h und der Preis 50.500 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen BKT, Michelin, Nokian, Redestein, Trelleborg und BKT. Des Weiteren kann hinzugefügt werden einmal ein Standard-Kotflügel, einmal Kotflügel mit Reflektoren und da gibt es die drei Optionen. Das Fahrgestell kann farblich geändert werden und gewählt werden aus der Standardpalette. Die Designfarbe kann zwischen Silber, Silber, Silber und Silber, viermal Silber, Grün und Gelb ausgewählt werden. Und die Felgenfarbe kann dann wieder aus der Standardpalette ausgesucht werden. Wir kommen zum Cultivator NVFT 72 Disc. Dieser kommt von SM Farms, Downloadgröße 9,02 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Grubber mit einem Gewicht von 3 Tonnen, braucht 205 PS, hat eine Arbeitsbreite von 7,1 Meter und arbeitet, Achtung, 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 bei 25 km/h. Der Grundpreis 56.000 Euro. Des Weiteren gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Evers Wöhler. Der kommt von Heistel Mods, Downloadgröße 1,24 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt dieser Tiefenlockerer mit einem Gewicht von 600 Kilo, braucht 70 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,50 m und die Arbeitsgeschwindigkeit von 14 km/h. Der Preis 6.000 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus einer größeren Palette von verschiedenen Rottönen und die Designfarbe kann aus den verschiedenen Grau- und Schwarztönen ausgewählt werden. Wir kommen zum Ursus Kotz -1. Der kommt von Arek, Downloadgröße 1,44 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieser Molcher mit einem Gewicht von 280 Kilo, braucht 60 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,80 Meter und 12 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit. Der Preis günstige 2.000 Euro. Hier kann gewählt werden bei der Maschinenversion einmal zwischen der Version alt und der Version neu. Und das war's dann auch schon mit den Konfigurationsmöglichkeiten. Wir kommen zum Gewichtepack 650-900. Kommt von Schwaben Gamer, Downloadgröße 1,92 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit zwei verschiedenen Gewichten, einmal dem 900 Kilogramm für 1200 Euro. Bei den Konfigurationen kann der noch ein Dreipunkt vorne hinzugefügt werden. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette und die Warnstreifen können gewählt werden zwischen Gelb, Weiß und Rot. Das zweite dieser Gewichte kommt natürlich mit dem Gewicht von 650 Kilogramm und kostet 800 Euro. Auch hier kann ein dekoratives Objekt hinzugefügt werden, und zwar einmal dieses Seil oder einmal ohne. Und hier kann die Hauptfarbe gewählt werden aus der Standardpalette. Wir kommen zur Unia Gruciac U601-0. Diese kommt von Sivoni Wojnik. Downloadgröße 1,01 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Diese kommt mit einem Gewicht von 1,6 Tonnen, braucht 20 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,7 Meter und der Arbeitsgeschwindigkeit von 15 km/h. Der Preis 900 Euro. Die Hauptfarbe kann gewählt werden aus dieser Vintage
Farbpalette. Des Weiteren gibt es keine Konfigurationsmöglichkeiten. Es gilt zu beachten, wenn diese Walze angehängt ist, dass die Maximalgeschwindigkeit des Traktors sich auf die Arbeitsgeschwindigkeit der Walze beschränkt, da diese Walze nicht gehoben werden kann. Wir kommen zu dem Unia Grudziadz U023-1. Der kommt ebenfalls von Szymany Wojnik, Downloadgröße 2,54 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese mit einem Gewicht von 255 kg, braucht 40 PS, hat eine Arbeitsbreite von 1,30 m, 12 km/h ist die Arbeitsgeschwindigkeit und die Kosten bei 800 Euro. Hier kann der Design geändert werden zwischen dem Design 1 und dem Design 2, was im Prinzip nur diese Scheibe hier bewegt. Und die Hauptfarbe kann ausgewählt werden aus der eben gesehenen Vintage-Palette. Wir kommen zu der New Holland TS-Serie. Diese kommt von ARM Team, Downloadgröße 14,96 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt diese standardmäßig mit einer Leistung von 80 PS, wird lastgeschaltet, hat eine Tankfüllmenge für Diesel von 218 Litern, 40 km/h ist die Maximalgeschwindigkeit und das Gewicht liegt bei 4,9 Tonnen. Der Grundpreis 85.000 Euro. Die Reifenhersteller können gewählt werden zwischen Michelin, Continental, Mittas, BKT, Wredestein, Nukin und Trelleborg. Die Reifenvarianten gehe ich hier ausnahmsweise durch, denn es gibt hier nämlich eine 2WD und eine 4WD Version, einmal Standard 2WD, da gehe ich nicht im Detail jedes einzelne durch. Ich gehe durch, da haben wir die 4WD Version mit den entsprechenden Bereifung. Des Weiteren kann hinzugefügt werden ein Kotflügel, entweder vorne, hinten oder beide. Dann bei den Designs, die Scheiben können getönt werden, und zwar einmal normal und einmal schwarz getönt. Also das sieht ja richtig dunkel aus. Des Weiteren kann ein Frontladeranbau hinzugefügt werden, und zwar in der Version von Stoll, Quickie und Hauer. Die Motorenausführung, da haben wir die TS90, den mit 80 PS. Dann haben wir den TS90 Fiat Agri, auch mit 80 PS. Dann gibt es die Version TS100, die hat dann 90 PS. Davon gibt es auch die Fiat Agri Version, die ist genauso bestückt mit 90 PS. Dann haben wir die TS110, die hat dann 100 PS. Die 110 Fiat Agri, die hat dann auch 100 PS. Und dann gibt es noch die 115er Turbo mit 125 PS. Und davon gibt es auch noch die Fiat Agri Version. Bei der Felgenfarbe kann gewählt werden aus der Standardpalette. Und natürlich kann auch das Nummernschild hinzugefügt werden, falls gewünscht. Die nächste Neumod heißt Abschleppstange, kommt von Pepe 978 und Xentro. Downloadgröße 0,27 MB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Und zwar kommt diese Stange mit einem Gewicht von 50 Kilo und kostet 700 Euro. Somit kann man einen Traktor entweder aus dem Schlamassel ziehen oder natürlich einfach nach Hause fahren. Geht also einwandfrei, wenn ich jetzt hier mal einsteige und das Ding starte. Dann gehe ich mal nach vorne. Gehe mal nach vorne und wir können sehen, dass der hintere sich der Kurvenradius anpasst, je nachdem, wo die Stange sich befindet. Ist auf jeden Fall sehr, sehr praktisch. Auf jeden Fall ist eine Mod, die kann man immer wieder mal gebrauchen. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar heißt die Reiter. Kommt von Displayboy. Downloadgröße 13 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Dies ist im Prinzip der Pferdereiter vom LS19 ein bisschen verbessert. Es kommt darauf an, in welcher Schwierigkeitsstufen sie spielen oder du spielst. Je nachdem wird der Preis pro Stunde oder pro Tag oder pro Pferd angepasst. Ja, das ist auf jeden Fall etwas, wenn man die Pferde nicht selber bereiten möchte. Ja, ist das eine Möglichkeit. Die nächste neue Mod heißt Info Display Erweiterung. Und zwar kommt dieses von Akimobil, Downloadgröße 13 KB in der Version 1.0 und ist für PC und Mac. Die Beschreibung sagt, ein kleiner Mod zur Erweiterung des Infodisplays und der Anzeigen der Produktionen um verfügbare Kapazität.
funktioniert erstmal bei allen Lagern und auch bei den Produktionen am Info-Trigger, zusätzlich auch bei den Anzeigen im Produktionsmenü. Das ist auf jeden Fall sehr praktisch, weil bisher war das immer eine Raterei, wie viel Einheiten oder Liter in einen zum Beispiel Silo oder eine Futtermischanlage und so weiter hineinpasst. Jetzt sehen wir die maximale Anzahl, entweder zwischen 0 und 60.000 Litern. Wir kommen zu der nächsten neuen Mod, und zwar ist das Lissabunkel Pack, kommt von Hispano, Downloadgröße 2,89 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar kommt dieses Pack mit verschiedenen Teilsilos, und zwar einmal in der Größe von 2 Millionen Liter, dann die Version mit 4 Millionen Liter und dann gibt es die Version mit 6 Millionen Liter Fassungsvermögen für Häckselgut und natürlich dann auch Silage. Der Kostenpunkt für das Hinstellen liegt zwischen 155 und 355.000 Euro. Aber ich denke, mit einer vollen Ladung an Silage wird man sofort die Kosten wieder hereinholen. Die nächste neue Mod heißt Offene Kuhweide. Diese kommt von The Little Farmer, Downloadgröße 3,21 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Zu finden natürlich im Baumenü unter Kühe, und das ist dann dieses Gehege hier, ziemlich groß. Es passen jedoch nur 60 Kühe rein. Ja, das ist auf jeden Fall dieses Tiergehege. Die nächste neue Mod heißt Industriezucker, kommt von Keltibero, Downloadgröße 0,83 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Ist zu finden natürlich unter Big Bags zum einen, das ist dieses hier, 1000 Liter Zucker für den Preis von 1500 Euro. Dann haben wir noch die Möglichkeit, das unter Paletten zu finden. Und zwar ist das diese hier. Das sind dann 8000 Liter und die kosten dann 50 Euro mehr, also 1550 Euro. Ist natürlich sehr praktisch, wenn man eine Produktion starten möchte, aber keinen Zucker hat und auch nicht vorhat, jetzt da Zuckerrüben oder Zuckerrohr zu machen. Daher kann man ab jetzt den Zucker auch einkaufen. Wir kommen zu der letzten neuen Mod von heute, und zwar ist das Lagerpack. Das kommt von LSMT Modding Team Agestin, Downloadgröße 4,52 MB in der Version 1.0 und ist für alle Plattformen. Und zwar sind diese Lager zu finden im Baumenü unter Container, und zwar nicht unter Silos, und wirklich unter Container. Das sind diese vier hier. Das eine ist gemacht für 500.000 Liter an Dünge, Mineraldünger. Dann gibt es die zweite Version, die ist dann für 500.000 Liter Kalk. Dann gibt es dies Mineralfutter-Einheit, und zwar auch für 500.000 Liter. Und einmal das Saatgut, was hier gelagert werden kann. Das ist auch 500.000 Liter. Ja, und die Preise bewegen sich alle um die 17.000 Euro. Hier kann man den Abladetrigger einschalten. Und hier kann nötigenfalls auch die entsprechende Anzahl oder gewünschte Anzahl an dem Gut, was hier reinpasst, in diesem Falle hier Saatgut, kann man beliebig viel nachkaufen. Ja, praktisch. Nimmt natürlich viel Platz weg, wenn man vier solche Teile auf dem Hof stehen muss. Das war es auch schon wieder von der Mod-Vorstellung von heute, von den Mods, die heute im Giants Mod Hub freigegeben worden sind. Falls dir diese Mod-Vorstellung gefallen hat, dann lass doch gerne den Daumen da, hol dir das Abo ab, willst du keine weiteren Folgen oder keine neuen Mods mehr verpassen, ja, dann hol das Abo ab und sei immer informiert über das, was auf dem Kanal gerade passiert. Ich bedanke mich nochmal, ich wünsche auf jeden Fall noch eine gute Woche. Wir sehen uns morgen wieder mit den neuen Mods, und zwar den Mods, die morgen erscheinen werden. Ich würde mal sagen, ich bin weg. Danke, tschüss und hasta luego.